Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Romance, A Performance to Die For. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Ja, wir sind jetzt hier bei der geheimen Passage, beziehungsweise bei der versteckten Höhle. Ja, wir sind immer noch auf der Flucht vor Isaac. Wir sind ihm mal wieder entkommen. Aber jetzt weiß ich gar nicht weiter. Hier brauchen wir irgendwelche Hüte. Ich habe ja nicht so viel im Inventar, leider. Und da komme ich nicht ran. Das ist das Fass. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich damit rankomme. Ich denke mal, da brauchen wir die Harpune. Aber die ist noch aktuell kaputt. Verflixt. Da. Kann ich irgendwas mit dem machen? Es liegt hier immer noch alles so, ne? Ich habe gerade keinen Schimmer. Vielleicht. Das habe ich beim letzten Mal zwar gesehen, die Pfeiltaste, aber ich dachte, das gehört zum Rätsel, dass ich darauf drücken kann, wenn, um, damit sich das dreht. Na dann. Ja, gut. Ach du Schande, was ist das denn jetzt? Führe die Marken durch das Labyrinth und in die Aussparung. Verwende dazu die Pfeiltasten. Hätte ich das bloß liegen lassen? Die bewegen sich alle in die. Ja. Wie mache ich das? Okay. Sie müssen in die Aussparungen. Ich bringe jetzt erstmal den ersten einfach in sein Häuschen. Dann ist er da einfach schon mal safe. Wo muss der da hin? So. Der, ja, das wird sich jetzt nochmal ändern, aber das kriegen wir irgendwie hin. Das wird sich jetzt nochmal ein paar Mal ändern, aber ist erstmal nicht so schlimm. Ich will den mal eben, ja. Ups, nee, das sollte eigentlich nach oben und nicht woanders hin. So, da haben wir es auch schon, oder? Passt. Das ging ganz gut jetzt. Ach, da ist der Freund von dem Bären. Und ein weiterer Code. Okay. Ja gut, den Fall, wie gesagt, habe ich beim letzten Mal irgendwie zwar wahrgenommen, aber ich dachte, er gehört zum Rätsel. Dann werden wir jetzt erstmal den Bären seinem Freund wiedergeben. Und dann dürfen wir hier erstmal was suchen. Da haben wir schon alles. Ein Pfeil. Und da sind noch Diamanten. Die nehme ich gerne mit. Jetzt kann ich mir auch, glaube ich, meinen Kamin kaufen. Moment. Ich muss mal eben einkaufen. Shopping ist angesagt. Da. Ein Kamin. Sehr schön. Was haben wir denn noch hier? Ja gut, da brauche ich mehr Kristalle. Das reicht sonst nicht. Ja, wunderbar. Dann würde ich runtergehen wieder. Und mir das Fass einmal holen. Das geht nämlich ganz gut damit. So. Dann haben wir das vollständig. Und da kommt ein Auge rein. Da fehlt wahrscheinlich noch ein Auge. Mit zwei Augen sieht man besser. Drehe die Kreise, um die Muster auf dem Hinweis nachzustellen. Juhu! Beeinflussen die sich gegenseitig? Ich probiere das mal im Ausnehmen. Wo ist denn dieses Zeichen da? Soll das so sein? Welcher ist es denn? Diese Musik im Hintergrund. Also es geht eigentlich, weil die sich halt nicht gegenseitig. Ach so, ich war gerade verwirrt. Hä? Ach so, ich dachte, es ergibt das Ganze. Nee, ergibt es nicht. Ich war für einen kurzen Moment verwirrt. Da hat man wahrscheinlich gerade gemerkt, ne?
Das da muss ich machen, oder? Da? Und jetzt diese zwei da. Das ist das hier, glaube ich. Ja. Ja, das sieht gut aus. Es wird immer größer jetzt hier irgendwie. Es müsste irgendwie das hier sein. Warte mal. Da. So, passt auch. Und dann haben wir noch so ein... Sieht aus wie ein Männchen. Das ist hier irgendwie. Da haben wir's. Hat Spaß gemacht. Wo geht's da lang? Das ist das Amphitheater. Ja, dann gehen wir da rein. Es ist dunkel. Und da ist ein Bild von... Who are you? Did Isaac send you to keep torturing me? Wer ist das? I'm Hannah, the violin player in Isaac's troupe. He trapped my spirit in this portrait because I resisted him. Ah, das ist Hannah. Das ist die Geliebte oder die Frau von Louis. Hier wurde sie also gefangen genommen, auch wieder von Isaac. Sie ist die Violinistin in Isaacs Truppe. I just want to find peace and be with my beloved Louis, but Isaac took the medallion that could release me. If you bring me the medallion, I will help you reunite with Raoul. Ich kann den Schmerz nachvollziehen und hoffe, dass ich ihr helfen kann. Das hoffe ich auch. Was mir so auffällt, Isaac entführt meistens die Frauen. Die Frauen von anderen Männern. Er trennt quasi, ja, Pärchen und will diese Frauen dann in seine Truppe mit aufnehmen. Les Indes Calendes oder sowas. Opernballett von Jean-Philippe Ramadou, keine Ahnung, ich lese es lieber nicht vor. 8 von 15, sehr gut. Süß, was ist das? Ein kleiner Krebs. Oder eine Spinne? Nee, eine Spinne war das. Da, ich kann gleich wieder shoppen gehen. Ich brauche etwas Scharfes. Ich habe eine Faust. Schade. Ich dachte, das klappt jetzt. 3. Ich kann mir was kaufen. Kaffeetisch. Eine Puppe. Ach, ich nehme den Kronleuchter. Haben wir ein bisschen mehr Licht. Okay, da brauche ich was Scharfes. Willst du mein Horn? Und jetzt raufhauen. Bäm. Wunderbar. Dann kriegst du dein zweites Auge. Er hat eine Herznase. Ach, der braucht noch sein Kiefer, das auch noch. Und hier kommt ein Herz rein. Das Medaillon. Leider armer Jorik. Da ist ein Kristall. Eine Haarnadel. Was willst du? Ach, den Schädel willst du haben. Das ist ein kleiner Engel. Ich habe keine Kurbel. Da. Süß. Kommt das hier ran? Das Gegengewicht vielleicht? Vorhang auf. Die Show beginnt. Finde alle Einzelteile des Bildes. Das da. Da sind auch noch ein paar. Da. Kriegst du auf. Ich habe einen Hut aufgesetzt. Da. Wir schießen. Bäm. 3 brauchen wir noch. Oh, kann ich ihn köpfen? Wir müssen das Seil durchschneiden. Der Reiter fehlt. Den Reiter habe ich schon mal. Ah, einmal durchschneiden. Steckt einfach in ihm drin.
Wir haben alle. Oh nein, ich muss es auch noch plus. Ist das ein Schieberätsel? Stelle das Bild wieder her, indem du die Kacheln austauscht. Drücke die Falltaste, um die versteckten Kacheln aufzudecken. Ah, okay. Das ist so ein Puzzle. Ich weiß ja gar nicht, wie das auszusehen hat. Gut, der Himmel ist da oben. Das sieht eigentlich schon gut aus hier, ne? Das da? Aber es passt noch nicht so ganz. Irgendwie noch nicht. Irgendwas passt da noch nicht. Ah, die leuchten grün auf, ne? Stimmt. Dann ist nichts davon richtig. Toll. Aber das ist richtig. Okay. Das passt auch. Die kommen auf jeden Fall dahin. Jetzt fügt sich alles nach und nach zusammen. Das gehört dahin, oder? Ja. Ja. Da haben wir es schon. Ich habe eine Kurbel gefunden. Die Kurbel ist für die kleinen Engelchen. Sie fliegen davon. Hoch empor. Das ist ein Äffchen. Der will seine Trommelsticks, ne? Sonst kann er nicht spielen. Okay, jetzt habe ich auch noch eine Schere. Ich guck mal eben, was ich hier so habe. Du willst deinen Schädel haben. Da habe ich auch noch nicht alles. Ich gehe erstmal wieder zurück. Was hatten wir denn hier noch alles? Ja. Ah, hier. Das konnten wir noch aufschneiden. Ah ja. Wir können ein Rätsel machen. Da freuen wir uns alle. Besonders ich. Na dann. Ordne die Kompasse so an, dass sie dem Code entsprechen. Mit den mittleren Pfeilen kannst du sie austauschen. Mit den oberen und dem unteren Pfeilen kannst du sie ausbalancieren. Korrekt platzierte Kompasse leuchten. So, erstmal, ne? Und dann? I beeinflussen die sich wieder gegenseitig. Ja, ja. Alle drehen durch. Guck mal, wir lassen es alle durchdrehen. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Also der beeinflusst irgendwie den linken. Und der beeinflusst ihn. Ah, noch ein höher. Okay. Jetzt muss ich die anderen noch grün kriegen. Und den letzten. Hat jetzt irgendwie gepasst? Naja. Der Kiefer. Den haben wir jetzt auch. Wir haben den Kiefer gefunden. Wunderbar. Jetzt haben wir den, ne? Dann können wir jetzt wieder zu ihm und er kriegt seinen Schädel wieder.
Ah, okay, den ersten Hut habe ich schon mal. Und diesen Edelstein, der ist hierfür auf jeden Fall. Ja. Ein Buchschloss. Ordne die farblich passenden Juwelen um die Kreise an, mit denen du Fallen kannst. Was? Mit den Fallen kannst du die Juwelen drehen. Ja. Was? Ordne die farblich passenden Juwelen um die Kreise an. Welche Kreise? Und wie soll ich die farblich sortieren? Also, welche Farbe kommt denn auf welche? Irgendwie versuche ich das gerade zu verstehen. Ordne die farblich passenden Juwelen um die Kreise an. Ja, die Frage ist, wo kommt welche Farbe denn hin? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo kommt denn welche Farbe hin? Die Kreise. Ordne die farblich passenden Juwelen um die Kreise an. Mit den Juwelen, mit den Pfeilen kannst du die Juwelen drehen. Ja, das mit den Drehen habe ich verstanden. Aber was ist jetzt mit den Kreisen gemeint? Das mit den Kreisen verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was die mit den Kreisen meinen. Hä? Wie sieht das auf leicht aus? Ach so. Dann muss das eine grün sein, das eine rot und das eine lila, oder wie? Ah ja, ich sehe hier welche, ja. Wie viele Farben haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier. Nur vier Farben. Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz gerade hier mit den großen. Ich glaube, das muss ich mit in den nächsten Part nehmen, bevor ich mich jetzt hier dumm und dämlich probiere. Es gibt ja auch so große. Ich weiß jetzt nicht genau, was die meinen. Das werden wir uns im nächsten Part anschauen, was genau damit gemeint ist. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wenn ihr mögt, seid beim nächsten Mal mit dabei. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Norepi.